Der Künstler, der Rudi, der hat uns einmal einen Entwurf gezeigt, hat mit uns ein bisschen abgestimmt, welche Motive er aufnehmen will. Natürlich die mit der Brauerei zusammenhängen, das alte Hackerhaus oder der Pschorr und so weiter, die sind halt Gebäude. Und von Seiten der Menschen, die er abgebildet hat, da haben wir uns überraschen lassen. Die Boxen haben natürlich auch wieder ihre Mottos, ob das hinten das Salettl ist, die Zirkusbox, man sieht es dort drüben mit dem Zirkus Krone oben drüber. Dann haben wir eine Wiesenbox, dann haben wir, was haben wir denn noch? Eine Brauereibox natürlich, eine Donieselbox, eine Wirtsbox und die beliebte Schäfflerstube haben wir auch wieder neben der Küche. Also von dem her gibt es wieder in jeder Box auch ein Motto, das man dort genießen kann. Vom alten Zelt ist praktisch das Musikkarussell übrig geblieben und noch so ein paar Sterne. Im Prinzip ist das Musikmodium als wirklich mal, nennen es mal als Wahrzeichen des Hackerzeltes übrig geblieben. Ansonsten ist alles erneuert und die Sterne, die Sie dort sehen, die sind auch Als wir zum ersten Mal nach Fürstenfeldbruck gefahren sind, da hat die Firma Deuter für uns eine Probebox gebaut, damit wir uns einmal ein bisschen vorstellen können, wie es in dem neuen Zelt so ausschaut. Und es war dummerweise die Donieselbox. Und wer schon mal im Donisel war, weiß, dass der Donisel runde Fenster hat. Und unser Toni stand da drin und hat gesagt, nein, das geht gar nicht. Ich mag schon keine Kreuzfahrten, dann mag ich auch keine Bullaugen. Ja, das war dann so der erste Eindruck zum neuen Zelt, wo du dir dann sagst, okay, hoffentlich haben wir schon alles richtig gemacht. Aber es ist dann gereift und lieber Toni, ich danke dir, dass du mich gelobt hast. Ich nehme es auch gerne an, das gehört einfach dazu. Und aus deinem Mund zweimal, denn es ist ja nicht nur die Donieselbox, wir haben natürlich auf die Zirkusbox, die Biergartenbox, die Wirtsbox etc. geachtet. Und schaut euch ein bisschen um. Schaut euch die Malereien an, es sind überall Gesichter zu erkennen, witzige Sachen mit drin und es ist der Himmel der Bayern.